Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im Essenzen-Podcast. Ein funktionierendes Wurzelchakra hilft dabei, in diesen chaotischen Zeiten stabil zu bleiben. So können Sie Ihr eigenes erstes Chakra unterstützen. Let's go! Der Essenzen-Podcast. Interessantes aus der Welt der Blütenessenzen und Schwingungsmittel. Wie geht es Ihrem ersten Chakra zurzeit? Von Lila Devi, Spirit in Nature Essences. Hallo zusammen. Wie geht es Ihrem ersten Wurzelchakra zurzeit? Hier ist ein Artikel, den ich bereits vor 3 Jahren geschrieben habe, der jedoch nichts an Aktualität verloren hat. Er kann Ihnen vielleicht einige Einblicke geben und er trägt den Titel Die erste Chakra-Blütenessenzen-Mischung – Erdung in ungeerdeten Zeiten. Hallo Lila, ich habe dich schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Ja, Henry, es ist eine lange Zeit her, nicht wahr? Allerdings habe ich in letzter Zeit auch nicht viel von allen anderen Menschen gesehen. Wie ist es dir ergangen? Super duper, gestern war mein Geburtstag. Henry sah mich mit einer Weisheit weit jenseits seines tatsächlichen Alters an. Seine Augen strahlten wie der neue Tag. Hey, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, antwortete ich. Wie alt bist du denn jetzt? Ich bin gestern 5,5 geworden. Er lächelte und rannte zum nahegelegenen Spielplatz. Ja, dachte ich, und alt genug, um die Ausstrahlung einer unserer besten Blütenessenzen auszudrücken. Der Spinatessenz Spinach. Für Einfachheit und Arglosigkeit. Diese Essenz ist so etwas wie Kindheit in Flaschen. Sie unterstützt uns dabei, durch Stress zu navigieren und ein Gefühl von kindlichem Vertrauen und Unschuld zu bewahren. Spinat ist eine nährstoffreiche Pflanze aus der Familie der Gänsefußgewächse. Sie wächst recht schnell, so wie ein Kind sich in einem Wachstumsschub entwickelt. Spinat nährt uns sowohl auf der körperlichen als auch auf der seelischen Ebene, konzentriert in Form einer Blütenessenz. Die Spinach-Essenz ist auch eine von 3 Blüten in unserer Mischung für das erste Chakra. Haben Sie im letzten Jahr bemerkt, dass die ganze Welt eine Schwächung des ersten Chakras erfahren zu haben scheint? Wir leben im Chaos, in Unsicherheit und in massiver finanzieller Instabilität, als ob uns der Boden unter den Füßen weggezogen wurde und wir uns im freien Fall befinden. Erdung, Stabilität und das Annehmen des Wahrhaftigen sind die Qualitäten des Wurzel- oder Muladhara-Chakras. Und das gilt auch für die Strawberry-Essenz. Ihr Schlüsselwort ist Würde, eine Qualität, die solide Erdung mit edler Anmut verbindet. Diese Frucht und die Blüte wachsen waagerecht mit Ausläufern, die flach am Boden liegen. In Form einer Blütenessenz hilft die Erdbeere dabei, Grenzen zu setzen, die auf einem angeborenen Sinn für Selbstachtung beruhen, der sich leicht von anderen respektieren lässt. In der First-Chakra-Mischung schließlich steht die standhafte Tomato-Essenz, die Tomate, für Mut, Zielstrebigkeit und Ausdauer. Wir werden das Ende dieser herausfordernden Zeiten erleben. Und wir werden gestärkt daraus hervorgehen. Die Tomate ist eine einjährige, krautige Pflanze. Ihre Früchte sind reich an Lycopin, einem Antioxidans, das besonders gut für das Herz ist. Die Blütenessenz, die auch als die Kriegeressenz bezeichnet wird, verleiht uns die Stabilität, die die Qualität eines gut entwickelten ersten Chakras ausmacht. Denken Sie doch einmal darüber nach, ob Sie die Blütenessenzenmischung für das erste Chakra nutzen möchten, um jeden Tag Ihres Lebens zu einem Geburtstag zu machen, wie mein Freund Henry, der seine halben Geburtstage feiert und jeden Tag dazwischen. Ich wünsche Ihnen vollkommenes Wohlbefinden. Lila Devi. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dieser Beitrag Ihnen gefallen hat und Sie ihn nützlich finden. Alle erwähnten Essenzen und Produkte finden Sie in den Shownotes oder auf unserer Website unter www.essenzenladen.de.